Paul, ich hoffe, es geht dir gut und alle sind gesund bei euch. Du bist ja gerade im Homeoffice in Iserlohn und für unsere Deutschland-Hält-Zusammenschau haben wir uns gefragt, wie du so die CDU aus dem Homeoffice managst. Ich habe dir mal spontan ein Kamerateam vorbeigeschickt. Zeig uns doch mal, wie das so abläuft. Ja, das ging ja schnell. Kommt rein. Ja, also herzlich willkommen hier an meinem Arbeitsplatz in meiner Heimatstadt Iserlohn. Sonst bin ich ja viel in Berlin oder in Deutschland unterwegs, aber in den letzten Wochen, wie viele von uns, eben etwas eingeschränkt im Reisen, weil wir Kontakte meiden. Und deswegen arbeite ich hier mit diesem Videokonferenzsystem und vor allem mit diesen beiden Geräten. Früher lagen hier viele Akten, das haben wir abgestellt, das geht jetzt alles digital. Noch ein bisschen mehr wissen wollen, haben wir dir noch ein paar Fragen mitgebracht. Dabei geht es natürlich um die CDU, aber auch um Alltagsprobleme unserer Follower. Ich bin gespannt auf deine Antworten. So, schauen wir mal, was ihr für Fragen gestellt habt. Volkspartei im Homeoffice. Lässt sich der große Dampfer CDU aus dem Wohnzimmer in Iserlohn managen? Nein, zumindest nicht ausschließlich, denn ich habe ja ein großes Team und das Adenauerhaus hat viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die auch im Homeoffice sind und gemeinsam kriegt man das aber gut hin. Zoom, Teams und Skype. Ganz Deutschland ist ein großer Videokonferenzraum. Da stellt sich die Frage, im Anzug oder in der Jogginghose vor der Kamera? Naja, ich achte vielleicht nicht so sehr darauf, welche Schuhe ich anhabe, aber ich bin nicht nur obenrum ordentlich angezogen. PDFs oder Video? Besteht die CDU die Corona-bedingte Digitalisierungsprobe? Ja, auf jeden Fall. Wir haben jetzt schon allein in den letzten Wochen so vieles geschafft, was länger Zeit in Anspruch genommen hätte. Jeder Verband ist ausgestattet mit einem Videokonferenzsystem. Wir führen Veranstaltungen digital durch. Ich will, dass die CDU Deutschlands die digitalste Partei unseres Landes wird. Digitaler Parteitag, die CSU geht voran. Wählen wir unseren neuen CDU-Vorsitzenden vielleicht bald per Zoom-Meeting. Die CDU Deutschlands war übrigens die erste Partei in unserem Land, die einen digitalen Parteitag durchgeführt hat. Für die Wahl des Vorstandes, so schreibt es das Parteienrecht vor, braucht man einen richtigen Parteitag vor Ort. Aber alles andere machen wir jetzt schon digital. Haben wir den Peak hinter uns oder kommt die zweite große Welle? Wo steckt Deutschland in der Corona-Krise? Das kann heute verlässlich keiner sagen. Wir sehen jetzt, dass wir unglaublich viele Kapazitäten im Gesundheitssystem geschaffen haben. Ziel muss jetzt sein, die Zahlen weiter nach unten zu bringen, wieder dazu zu kommen, dass man die Infektionsketten nachverfolgen kann und gleichzeitig auch alle anderen Aspekte immer wieder neu überprüft, also soziale und wirtschaftliche Auswirkungen. Öffnungsdiskussionsorgien, was für ein Wort übrigens, oder Sternstunde des Föderalismus. Ist unser föderaler Staat in der Krise handlungsfähig? Ich weiß, dass jetzt viel darüber geschrieben und gesprochen wird. Ich bin ein großer Anhänger des föderalen Staatsaufbaus. In einem föderalen Staat können wir viel besser auch auf regionale Gegebenheiten eingehen. Wir haben auch Vergleichbarkeit und trotzdem gilt es, in grundsätzlichen Fragen gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Und deswegen bei aller Kritik, ich bin froh, dass wir in der Bundesrepublik Deutschland leben. Deutschland hilft, rettet und unterstützt einander in der Krise. Doch wie lange hält der Zusammenhalt in unserem Land und was können wir als Volkspartei dafür tun? Immer wieder deutlich machen, dass es nicht um Partikularinteressen, um Klientelpolitik geht, sondern wir eine starke Volkspartei wie die Union von CDU und CSU in Deutschland brauchen, die alle Schichten dieser Gesellschaft vertritt und für alle Menschen in unserem Land Politik macht. Das lehrt uns auch diese Krise. Wir wollen zusammenhalten und gemeinsam Politik machen. Und dafür braucht es eine starke Volkspartei von CDU und CSU. So, da sind jetzt noch, glaube ich, Briefe drin. Oder was habe ich da gesehen? Wollen wir mal schauen. Ich habe mich echt gut an die Ausgangsbeschränkungen gehalten. Mit meinen Freundinnen habe ich gefacetimed. Aber ich merke einfach, dass das nicht reicht. Wie soll unser soziales Leben in den nächsten Wochen weitergehen? Ja, das ist tatsächlich ein großes Problem für viele in unserem Land. Und ich persönlich vermisse es auch, mit Freunden etwas zu unternehmen. Jetzt bin ich Vater von zwei kleinen Kindern. Das heißt, ich genieße auch die Zeit zusammen.
Aber wir wollen auch in einer sozialen Struktur ja miteinander leben und dazu gehört es, mit Menschen zusammen zu sein. Ich weiß, dass viele jetzt über Online-Formate miteinander Trinkspiele machen oder Gesellschaftsspiele spielen, aber ich glaube, das geht nur in einem begrenzten Maße. Ich will auch meine Freunde in gewohnter Art und Weise wiedersehen. Das Virus hat sich schnell ausgebreitet. Genauso schnell ging das mit den passenden Fake News. Ich habe schon 100 Sprachnachrichten und Kettenbriefe bekommen. Wem soll ich denn in diesen Tagen glauben? Ja, die erlebe ich auch im Netz und lese, was dort geschrieben wird und muss den Kopf schütteln. Mein Tipp, folgt einfach seriösen Nachrichtensendern, folgt vor allem offiziellen Quellen und verbreitet nicht Dinge, von denen ihr nicht sicher seid, woher sie kommen. Und für diejenigen, die sagen, ja, ich habe das Virus aber noch nicht gesehen, ich habe auch noch nie ein Atom gesehen in meinem Leben, ich glaube trotzdem daran. Und wenn ihr sicher gehen wollt, dann schaut einfach auf die Seite des Robert-Koch-Instituts oder des Bundesministeriums für Gesundheit. Dort findet ihr alle wichtigen und vor allem richtigen Informationen. Ich hoffe, ihr konntet einen kleinen Einblick in meinen Arbeitsalltag gewinnen. Danke für euren Besuch. Ich muss jetzt in die nächste Telefonkonferenz und ich hoffe, ihr bleibt gesund und weiterhin engagiert. Ihr seht, die CDU ist digital aufgestellt und sie ist auf dem Weg zur digitalsten Partei Deutschlands. Aber am Ende geht es uns in unserem Engagement nicht um etwas Abstraktes, sondern sehr Konkretes. Es geht um die Verantwortung für unser Land, für die Menschen, die hier leben, als Volkspartei. Und diese Verantwortung, die ist nicht virtuell, sondern die ist real.